In unermesslicher Liebe grüße ich euch. Ich bin Sanat Kumara, Meister des opalen Strahls. Der opale Strahl wirkt gemeinsam und hat eine sehr starke Verbindung mit dem violetten Strahl, der Transformation und dem weißen Strahl der Disziplin. Und in einem Entwicklungszyklus bist du nun in deinem 8. Schritt von 12 Schritten. Dies ist die Zeit, da der opale Strahl wirkt, wenn du an einem Punkt angekommen bist in deinem Leben, wo du dich lösen sollst aus karmischen Bindungen, wo Karma getan ist und erledigt. Doch ganz oft habt ihr genau dann Angst, diesen Schritt zu tun, euch zu lösen aus liebgewonnenen Strukturen. Es ist der Moment, wenn du spürst, das Alte ist nicht mehr stimmig für dich und etwas Neues drängt in dir. Doch du bist dazwischen und dieser Augenblick ist der Augenblick des Unbekannten. Denn ich sage dir, die karmischen Bindungen sind sehr fest. Und selbst wenn du sie lösen möchtest, so kann es sein, dass die anderen, mit denen du verbunden bist über diesen Weg, festhalten wollen und nicht an dem gleichen Punkt in ihrer Entwicklung stehen wie du. Und so fühlst du dich schuldig, fühlst dich unfrei, fühlst dich verpflichtet. Doch der Ruf deiner Seele drängt in dir. Und damit du frei bist und wachsen kannst in all deine Größe, braucht es deinen Mut, braucht es deine Kraft, braucht es deine Entschlossenheit und deine Disziplin, diesen einen Schritt zu tun, in das Unbekannte hinein, in das Neue. Denn Sanat Kumara sag dir, jedes Mal, wenn du diesen Schritt nicht tust, sei es in dir, sei es in deinem Leben, vergeht wieder viel Zeit, bis du die Kraft findest, erneut dieses Wagnis einzugehen. Denn das Nicht-Tun schwächt dich in deiner Kraft. Und du findest tausend Ausreden, warum du es vermeiden kannst. Und so verstrickst du dich wieder in Karma. Doch bittest du um Unterstützung, deinen Prozess, deinen Schritt zu meistern. So wird der opale Strahl dir zu Hilfe eilen
und ich mit meiner Kraft. Und auch Seraphis Bey und Saint-Germain werden dir helfen, in dir das Alte zu transformieren und die Kraft zu finden, deinen Schritt zu tun. So ist der opale Strahl der Strahl der Wiedergeburt. Der Strahl der Umwandlung. Du wandelst Altes um in Neues. Und so kannst du wieder Anschluss finden an tieferes Wissen in dir. Denn deine Energie ist nicht mehr gebunden in dem alten Weg, in den alten Verstrickungen. Und oftmals ist das, was du dann möchtest und wohin es dich drängt, für Menschen in deinem Umfeld unlogisch und sie versuchen, dich daran zu hindern. Und so brauchst du viel Kraft, brauchst du viel Mut, brauchst du viel Klarheit. Und immer wieder kommt ihr an solche Schneidepunkte in eurem Leben und oftmals überseht ihr sie. Und ihr erkennt nicht den Moment und die Chance, die darin enthalten ist. Ihr seht nur, ihr fühlt euch nicht wohl. Ihr seht die Schwierigkeiten und die Probleme. Aber sie sind euch vertraut und sie waren für eine gewisse Zeit ja auch euer Weg und eure Aufgabe. Doch der Weg der Seele, der Entwicklungsweg der Seele, führt dich unerbittlich immer wieder an Grenzpunkte, an Scheidewege, an Weggabelungen. Und so hilft dir der opale Strahl auch, mehr an dein altes Wissen dich zu verbinden, nämlich dann, wenn du der Aufgabe folgst und einstehst für deine Wahrheit und für den Lockruf deiner Seele und deines Herzens. Und so sieh einen Teich vor deinem inneren Auge. Ganz still ist das Wasser, doch es schillert in den Farben des Regenbogens, wenn die Sonne ihre Strahlen auf das Wasser fallen lässt und ganz sanft durch den Lufthauch das Wasser bewegt wird. Und sieh bunt schillernde Fische schwimmen dicht unter der Oberfläche. Und so lass dich nieder und schau und fühle. Fühle die Energie, die in diesem Wasser enthalten ist.
Fühle das Leben, das in diesem Wasser enthalten ist. Fühle die Stille. Und fühle, welcher Teil in dir hat sich entfernt von seinem Leben, von der Lebendigkeit. Welcher Teil in dir oder welche Form deines Lebens, welche Situation, in welcher Weise gibt es in deinem Leben etwas, das nicht lebendig ist, das nicht fließt, das immer wieder stockt, dich immer wieder ins Stocken bringt. Wo du fühlst, dass du nicht ganz wahrhaftig bist, dass du agierst aus Verpflichtung, aus Gewohnheit, aus Bequemlichkeit, aus Angst. Und erlaube dem Opalenstrahl, dass er dir hilft, zu erkennen, damit du wieder diesen Teil ins Leben schwingen lassen kannst. Doch dies ist nicht immer einfach und manchmal bedarf es einer Veränderung, dass du etwas ganz Neues wagst. Doch willst du wahrhaft in deiner Seele ganz erwachen, so gibt es da keine Kompromisse und Wahrhaftigkeit und Lebendigkeit und Konsequenzen sind vonnöten. Und spüre auch, wenn du diesen Teil erkennst, welche Gefühle es in dir auslöst, wenn du daran denkst, welche Entscheidungen es von dir fordern würde, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst. Und nun erlaube, dass Sanat Kumara dein Bewusstsein anhebt, sodass du aus einem höheren Raum noch einmal schauen kannst, aus einem höheren Raum deines Bewusstseins.
und schau und fühle, wie du dich fühlen wirst, wenn du diesen Schritt getan hast, wenn du es gewagt hast. Was wird dann sein? Wie wirst du dich fühlen? Und so wisse und verstehe, folgst du der Wahrheit deiner Seele, löst du dich aus Verstrickung karmischer Bindungen, so ist es auch eine Chance für jeden, der damit in Verbindung steht. Nicht nur für dich, denn aus Wahrheit entsteht Wahrheit. Doch es ist nicht in deiner Verantwortung. Und du kannst nicht immer auf andere warten. Doch je wahrhaftiger und klarer du selbst bist, desto mehr Möglichkeit haben die anderen, auch für sich selbst Klarheit und Wahrhaftigkeit zu finden. Und Sanat Kumara sagt dir, in der neuen Zeit wird es wieder so sein wie zur Zeit Atlantis. Oder als ihr noch auf der Venus wart. Karmische Verstrickungen wird es nicht geben. Und eure Beziehungen, seien sie beruflicher oder geschäftlicher oder privater Art, werden sich sehr verändern. Ihr werdet euch nicht mehr verbiegen für die Bedürfnisse eines anderen. Und ihr werdet nicht mehr aus den Gefühlen der Verpflichtung gegen euch selbst handeln. Und niemand wird es von euch fordern. Denn ihr werdet freie Seelen sein. Und freie Seelen sollt ihr sein. Und jeder wird aus der Wahrheit seines Herzens kommunizieren, in Liebe und Achtsamkeit. Und da euer Bewusstsein und das Bewusstsein jedes Einzelnen sich angehoben haben wird, wird auch der andere euch verstehen und nicht aus alten Programmen euch entgegenkommen, aus Verteidigungs- und Schutzmechanismen. Oder aus Kontrolldramen. All dies habt ihr lange getan. So lange, dass ihr es oft nicht erkennt, wenn es geschieht. Ihr tut es und ihr erfahrt es. Doch es ist euch so vertraut, dass ihr es nicht einmal bemerkt, in den meisten Fällen. Doch dies soll aufhören. Freie Seelen sollt ihr sein. Freie Seelen, die sich hingeben der Liebe. Und eure Begegnungen sollen Begegnungen der Freundschaft sein, des Mitgefühls. Und jeder soll seinen Fähigkeiten entsprechend handeln und dienen. Und wenn ich sage soll,
dann sage ich es, weil das Ziel ist für euch. Das Ziel, das eure Seele sich gesetzt hat. Und das manchmal zu verwirklichen so schwer ist. Für euch immer noch. Und so erlaube, dass der opale Strahl in dein Leben fließt. Und bitte die Kraft von Sanat Kumara dir zu helfen, dein Leben zu ordnen in eine größere Wahrheit, in eine größere Freiheit. Und siehe, ich bin voller Liebe für dich. Und wir kennen uns von den Zeiten der Venus, da ihr noch auf der Venus waltet. Und letztes Mal seid ihr berührt worden von der Liebe und Reinheit des Einhorns. Und so erlaubt, dass diese Liebe und Reinheit sich immer mehr in euch ausdehnt und in eurem Leben. Erwache, Mensch. Erwache. Aus all den Strukturen, die ihr euch geschaffen habt, die euch binden, die euch unlebendig machen, die ihr festhaltet, weil ihr Angst habt, sie loszulassen. Weil ihr Angst habt vor eurer Größe und Freiheit. Weil sie euch auf einer bestimmten Art und Weise noch immer etwas geben. Eine gewisse Sicherheit, einen scheinbaren Halt. Doch dies ist Illusion. Diese Sicherheiten sind keine wahren Sicherheit. Die einzig wahre Sicherheit ist die Sicherheit in dir. Jede äußere Sicherheit kann sich verändern. Und ihr habt es alles schon erlebt. Und so lass dich noch einmal an dem opalen See nieder und gleite hinein in dieses Wasser, in dieses schillernde Wasser des opalen Strahls und bade darin, lasse dich tragen, wie die Mutter ihr Kind trägt, so trägt dieses Wasser dich. Du kannst dich hineinlegen und treiben lassen. Und all die schillernden Fische schwimmen um dich herum. Und ihre Botschaft ist, lasse dich fließen, lasse dich frei. Erlaube nicht, dass irgendetwas deine Energie bindet, festhält. Und werde wachsam in den Augenblicken deines Alltags, wo dies geschieht.
schwebe, fließe. Löse dich von aller Schwere. Löse dich von allen Bindungen, die nicht mehr wahrhaftig und lebendig sind, egal welcher Art. Bindungen in dir, destruktive Gewohnheiten, Bindungen an Menschen und Situationen, die dir nicht mehr dienlich sind, die deine Energie zum Stocken bringen, wo du nicht mehr fließen kannst. Doch wisse, der Schlüssel ist immer in dir. So wie die Welt im Wandel ist, so bist auch du im Wandel. Und erwarte nicht, dass in deinem Leben keine Veränderungen stattfinden. Und versuche nicht, Veränderungen zu vermeiden und aufzuhalten. Denn das Leben ist Fließen, das Leben ist Veränderung. Und du kannst in einer Welt sein, wo um dich herum Katastrophen geschehen und doch bist du im Wunder. Wie deine Welt sein wird, liegt daran, bist du mit dir verbunden, schwingt in dir das Leben. Trägst du die Liebe in dir und lässt sie strömen in die Welt, so begegnet dir die Welt. Und so schau nicht auf die negativen Nachrichten, sondern sei dankbar für jeden Augenblick, da dir ein Wunder geschieht. Und erwarte das Wunder, empfange das Wunder, erkenne es. Denn du und das Leben, du und das Licht, ist deine Welt, ist deine Erfahrung, ist deine Begegnung. Und so kann es passieren, wie es Muriel passiert ist, dass ein Reh vor dir steht und um ihn herum wird geschossen und dennoch läuft es nicht weg. Es schaut dir in die Augen, denn es erkennt den Lebensfluss in dir. Es erkennt die Liebe in dir und es öffnet sich der Liebe. Und dieses Wunder kann auf vielfältige Weise in jedem Augenblick deines Lebens geschehen. Immer dann, wenn du es gar nicht erwartest, aber immer dann, wenn du eins bist mit dir, wenn du eins bist mit dem Leben, wenn du Friede trägst in deinem Herzen und Liebe ausstrahlst. Und so komm heraus aus dem Wasser und lasse dich trocknen von der Sonne und von dem Wind, der dich streichelt. Und sieh die Libellen fliegen und die Blumen
sich im Winde wiegen. Sei das Leben, sei das Leben, sei das Leben. Und so komme langsam mit deinem Gewahrsein wieder in deinen Körper hinein, in diesen Raum, zu dir selbst und fühle dich, fühle deinen Körper, fühle deinen Atem. Und atme tief ein und aus. Und so verabschiede ich mich für heute mit den heiligen Worten Kodo Ish, Kodo Ish, Kodo Ish Adonai Chebayot, Ahai Esha Ahai, Ahai Esha Ahai, Ahai Esha Ahai, Soham, Layo Eshekina, und so ist es.